Ist das nicht ein herrlicher Morgen? Ich bin extra ganz früh aufgestanden für euch, um mit euch mein Energietraining zu teilen. Sperli und Sketterli liegen leider noch in Federn, also sind wir allein. Aber das macht nichts. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir atmen tief ein und lange aus. Wir streichen über unseren Bauch, unsere Energie und unser Wurzelchakra, um uns erstmal zu erden. Und wieder tief einatmen, Atem schöpfen, lange ausatmen, Energie aus der Erde holen und durch uns hindurch fließen lassen. Dann streifen wir die Energie nach unten, über den Kopf, den Nacken hinab, über den Rücken bis ganz nach unten und aus. Noch einmal. In unserem Körper befinden sich die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und die wollen wir jetzt ein bisschen ins Gleichgewicht bringen. Wir kommen zu unseren vier Elemente-Übungen. Erde, Wasser, Feuer und Luft. Wir beginnen mit Erde. Wir stehen locker hüftbreit da. Die Fersen gehen hoch, tief. Oberkörper ist ganz entspannt. Wir wippen auf den Fersen. Nummer 2, Wasser. Wir rollen unsere Wirbelsäule ab und formen eine Körperwelle. Wir beginnen mit dem Kopf hin auf die Brust, abrollen, Wirbel für Wirbel, Becken lösen, nach vorne ziehen, Brustbein wieder anheben und wieder abrollen. Wir bringen das Wasser in unserem Körperinnern in einen harmonischen Fluss. Wir kommen zum Feuer. Die Knie sind locker, das Becken ist entspannt. Die Knie bewegen sich im Wechsel vorrück und wir lassen das Becken vibrieren. Dann haben wir noch die Luft, Knie sind gebeugt und wir lassen unser Becken kreisen.
zuerst in die eine Richtung. Atmen tief und entspannt dabei durch. Und kreisen noch in die andere Richtung. Arme lösen, nach oben ziehen. Und tief einatmen. Ich finde, es ist nicht genug, nur den Körper zu trainieren. Wichtig sind auch Geist und Seele. Wir machen nochmal die 4-Elemente-Übung und dann gehen wir ein Stück weiter. Erde. Feuer. Und hier ist einer meiner Lieblingsplätze. Hier lässt sich wunderbar Energiegymnastik machen. Ich finde, wir sollten nochmal die Körperwelle tun, um uns mit der Wasserenergie zu verbinden. Es gibt noch andere Quellen, die uns nähren. Licht,
Wasser, Prana und Luft. Dafür gibt es natürlich auch Übungen, die Lichtnahrung. Wir stellen uns in die Sonne, nehmen unsere Hände, laden sie wieder energetisch auf. Dann bilden wir ein Dreieck, richten es auf die Sonne, sodass die Sonne im Mittelpunkt unseres Dreiecks steht. Und dann nur noch tief einatmen und ausatmen. Dann gibt es noch die kosmische Energie. Das ist natürlich unser Atem. Wir atmen jeden Tag kosmische Energie aus dem Weltall. In diesem Prana ist alles enthalten, was wir brauchen zum Überleben. Alles andere ist purer Luxus. Dann natürlich das Wasser von Mutter Erde. Es verbindet uns mit dem Erdendasein, mit dem Bewusstsein der Erde. Ich lasse jetzt einfach noch ein bisschen die Seele baumeln, setze mich da vorne an meinen Wasserfall hin und genieße die schöne Ansicht. Ein schönes Sonnenfleckchen gefunden. Da machen wir nochmal unsere Lichtnahrungsaufnahme.
Licht, Luft, Wasser, Prana. Wir reiben unsere Hände aneinander, bis die Hände angenehm warm sind und prickeln. Wir formen ein Dreieck mit unseren Händen, halten es ins Licht, sodass die Sonne im Zentrum unseres Dreiecks ist. Wir schließen natürlich unsere Augen und atmen einfach tief ein und aus. Wir sind Sonnentrinker. Wir laben uns an der Sonnenenergie. Sie durchströmt unseren Körper, nährt uns, gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Das könnt ihr natürlich so lange machen, wie es euch angenehm ist. Dafür gibt es keine Zeitbeschränkung. Mir reichen manchmal schon 10 Sekunden. Also ihr seht, es braucht gar nicht viel, um sich vom Licht zu ernähren. So, jetzt geht's wieder nach Hause. 7 Kilometer zurück mit dem Fahrrad. Ich wünsche euch einen schönen Tag.